So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wir machen auch direkt weiter, denn wir wollen hier endlich mal von dem Planeten hier runter. Ja, rechte Seite. Das Problem ist, das ist nicht die Hauptmission. Die Hauptmission ist da. Aber ich komme da nicht hin, haha. Oh, ich will da jetzt erstmal nur aus den Blitzen hier raus. Das wäre natürlich erstmal von Vorteil. Ehrlich gesagt. So, ich glaube einfach mal, dass da oben ist dann... Das sieht aus wie ein Raumschiff. Rechts lang oder... links lang. Auf der einen Seite wollen wir natürlich diesen Planeten ein bisschen erforschen, ne? Auf der anderen Seite will ich auch endlich mal hier runter. Naja, komm, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wir versuchen das jetzt erstmal hier. Diese Blitze sind schon echt krass, muss ich sagen. Die haben... Also ihr hört es ja selber, ne? Diese Geräuschkulisse, die ist... Wahnsinn. Na toll. Das kann nicht gut sein. Ah, klasse. Sieht aus wie eine ganze Patrouille. Ah. Was? Okay, bereiten Sie sich schon. Zurückdrängen! Machen wir schon. Sicher machen wir das. Komm, lad nach! Solange diese scheiß Viecher nicht dabei sind, ist... Ah, gut. Ist mir das eigentlich egal. Überreste. Cool. Untersuchen, PG, Lauf, ob die mit einer laufenden Waffe, bla 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 bla, alles klar, nehmen. Ja, danke, Munition, Munition ist immer gut. Hier geht's nicht weiter. Ja. Auf einen großen Kampf sind wir sowieso nicht vorbereitet. Was ist das? Eine ziemlich große Operation. Nein, empfängt mich jemand? Ja. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Ja, da. Da möchte ich hin. Da waren wir jetzt. Da hinten will ich nicht hin. Zumindest gerade nicht hin. Und hier... muss ich erstmal gucken, ob es hier weitergeht. Und schauen wir mal. Ich hoffe es doch. Zudem möchte ich auch eigentlich meinen Speicherpunkt finden. Denn das Spiel ist immer noch nicht gespeichert. Ich hoffe, wir kommen von hier oben nicht. Ne, wir sind von da hinten gekommen. Ah, ja, okay, gut. Ah, ist ein bisschen verwirrend hier. Das zweite Shuttle finden. Ja! Los, greifen wir an! Cool, ja. Wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Ich bin schon dabei! Ziele. Bin dabei. Ich hab einen erwischt. Schön, weiter geht's. Komm. Hause weg. Headshot. Was haben wir denn eigentlich getan? Ja, nichts. Die haben angefangen, nicht wir. Oh, Kopf abgeschossen. Nice. Vorsicht, sie
kämpfen mit schmutzigen Tricks. Merkt das schon. Stufenaufstieg, ja. Okay, das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Schön, sie zu sehen. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? M23 Katana. Nicht wirklich. Okay, hab ich den schon? Das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wir haben versucht, nett zu... Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Oh, 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 oh! Oh nee, nicht schon wieder. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Ich habe keine Bratmunition mehr, verdammte Scheiße. Nicht nachlassen! Hatte ich auch nicht vor. So, alles klar, der ist dort. Ja, noch sind wir nicht tot. Holy shit, den habe ich gar nicht gesehen. Der hat sich getarnt, der Wichser. Seit wann fliegen Felsen? Oh oh. Akzeptieren Sie es einfach. Oh, die haben mir ganz schön hart gegeben. Achtung, da kommt noch ein Shuttle. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Sie können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Mann, ey, die sind ja... Oh! Es sind zu viele! Schießen! Was? Wollen Sie hin? Nein! Fortfahren! Scheiße! Oh ne, muss ich die ganze Scheiße jetzt nochmal von neu machen? Bleib diesmal hier im Deckung, da kannst du vertun. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. So, Nummer 1 erledigt. Alles klar. Ha, ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Nummer 2, down. Da kommt der scheiß Hund. Achtung, tot. Da kommt noch ein Shuttle. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Sie können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Also das Spiel ist schon richtig ge... Oh, da kommt er. Anwesend. Haben. Muss man eben Munition holen. Alles klar, tot. Es sind zu viele. Schießen Sie einfach weiter. Wir schaffen das schon. Ja, ich bleib hier in Deckung. Da kannst du vertun. Ich bin schon einmal gestorben. Das ist wahrscheinlich so ein Big Babo da hinten. Alles okay bei ihm? Ja, noch sind wir nicht tot. Ich krieg die nicht ins Visier, ey. Sag mal, Fliegenfelsen. Boah, der hat ein richtiges Schutzschild, ey. So, der ist down. Aber der da hinten hat ein richtiges Schutzschild da. Das ist so ein richtiger Babbo. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Ja, die wissen echt, wie man kämpft. Au, verdammte Schrapnell! Komm raus, los! Ja!
Erste Schlacht gewonnen! Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet. Ganz ehrlich, Wut ist gut. Gut so, nutzen Sie das. Mach ich. Wie geil. Zur Not erwürge ich sie auch. No. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet und Greer ist verschwunden. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute? Sie ist verletzt. Geh da raus! In Deckung! In Deckung! Holy shit. Ich weiß nicht, dass sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? QVK-Link eingerichtet. Bestätige, Sarah. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Korra. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Rein theoretisch müssen wir das Riese einkuchen, aber die Verletzten brauchen Hilfe. Deswegen. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, sie haben mich gesehen. Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ja, habe ich. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Was ist mit Greer? Wenn er noch nicht aufgetaucht ist, können wir nichts machen. Der Pathfinder ist alles, was zählt. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Navpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Wahrscheinlich ist hier hinten ein Abgrund. Ja. Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Ja, das ist mir schon klar. Die Frage ist nur... Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Oh. Komme ich hier hinten lang, ist die Frage. So, erstmal ist hier ein Behälter. Koranischer Nachprozessor? Nein, aber... Natürlich nicht. Ja, kommt, beide. Der ist wahrscheinlich dann da unten jetzt an dieser komischen Basis. Ja. Da sind wir aber eben nicht lang gekommen, Leute, oder? Doch, sind wir. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Yo, holy shit, ey, das war knapp. Wir ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Wir waren es auch nicht. So viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein Endlied. Hier waren wir doch eben. Oder? Tatsache, hier waren wir eben. Jetzt ist die Tür zu. Alles klar. Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Toxische Umgebung, okay. Mein Vater ist da oben. Merkwürdig. Hier waren wir schon mal. Er hat wahrscheinlich seinen Job gemacht.
runter. Wer sind diese Kerle? Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist. Ja, wir haben ein Labor gefunden. Sie haben diesen Ort erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Das ist mein Job als Aufklärungsexpertin. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Wenn wir also da reinkommen und ihn abschalten können... Verschwinden die Blitze! Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Naja. Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Ja. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Check ich nicht. Okay. Finde ich gut. Cooler Typ. Mal sehen, ob's was bringt. Würde ich sagen. Los geht's. Ich bin direkt hinter Ihnen. Ja, öffne direkt das Feuer. Mein Gott, ey. Chef, lade Kampfprofil. Da kommen Sie. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor dem Blitzen! Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Ja, ja, schon klar! Anstatt dass wir uns erstmal vorsichtig rantasten, damit du bessere Schussrichtung hast. Nein, wir halten direkt drauf zu! Los, los, los! Ja, Klappe, ey. Ohne Witz. Aus allen Ecken gekrochen. Abschuss for me. Bleiben Sie zusammen. Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden. Hallo Sarah, beweg dich. Der ist tot. Hallo, ich will eigentlich noch mal ein bisschen erforschen hier, ne? Schön, dass ich das nicht kann. Munition aufgenommen, was ist das hier? Behälter. Aufpralldämpfer, cool. Sam, Bioverstärker Interface. Ohne Momento, bin sofort da. Ah ne, ich bin ja nicht Sam. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen ja, ja, ja. Nicht festnageln. Alles nehmen, wir nehmen erstmal alles mit. Im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Weiter so. Was meinst du mit nicht einholen? Bereit? Wir gehen da rein.
Junge, du übertreibst aber auch ein bisschen hier, ne? Direkt mit deinem Reingehen, ey. Alles nehmen. Weiter geht's. Oh Gott, auf dem Tisch liegt Greer. Sie haben ihn getötet. Wir versuchen ihn später zu holen. Aber jetzt müssen wir weiter. Ihr kleinen Wichser, Alter. Sam, gib mir das Technikerprofil. Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilft mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Ja, bin dabei. Wenn dir mal hochkommen würde, hier der Wichser. So, Nummer 1 weg, Nummer 2 weg. Wenn wir ihm nicht entkommen, ist unsere Chance dahin. Los jetzt! Oh, 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 oh. Angesnackt bin ich. Der Bastard hätte mich beinahe... Das nehmen wir schon. Munition, alles klar. Und weiter geht's, komm. Boah, ist der schnell, Junge. Vorsicht vor dem Kreuzfeuer von oben. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Okay, da ist ein Bug. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Da kommen noch mehr. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Alles klar. Okay, jetzt musste ich erstmal ein bisschen umdenken. Alles klar, sauber. So, Waffen sind nachgeladen. Drücken Sie Y und C. Ne, das ist Y und X. Drücken Sie jetzt und X in beide und Y und C. Alles klar. Hab ich doch. Hab ich doch. Komm einer nach da. Achtung, ich sehe Bewegung. Okay, jeweils einer links und einer rechts. Okay, und ich? Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Kommst du da hinten klar, Junge? Halten Sie sie von Ihrem Vater. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Bitte. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber sie wollen ihn unbedingt suchen. Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist unterirdisch komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Ah, halt die Klappe, mach endlich. Entschlüssel, ja echt mal. Und da hinten steht auch noch so ein Big Babbo. Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht Kommen Sie voran? Oh, ich glaube... Ja. Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Schön, aber da ist trotzdem so ein Big Babbo. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Bitte. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Let's go, komm. Leg dich richtig ins Zeug. Denkst du,
entschlüsseln. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Ja, mit wem wohl? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Naja. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja? Passiert schon was? Unfassbar! Es funktioniert! Du hast es geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Jo. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Oh! Was war das? Okay, es hat glaube ich nichts gebracht, oder? Unser Helm! Scheiße! Nee, oder? Ach nee, ey, warum muss eigentlich immer einer sterben? Das ist doch immer beschissen. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Oh. Wieso bin ich dann noch hier? Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam. Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo?
Na, klasse. Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid, Sarah. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich fasse es nicht, dass er tot ist. Alles war gut und dann ist er... Ich weiß, ja, wie leider sein. In den Spielen so. Er ist gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Naja, trotzdem. Muss ja nicht sein, ne? Warum sind wir im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Sarah. Nicht ihr Ernst? Doch. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Ja, ich bin schon für noch nicht fertig. Es dauert Jahre, ein Pathfinder zu werden. Sie werden es lernen. Außerdem sind sie ja nicht auf sich allein gestellt. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Ja, stimmt allerdings. Die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Sie braucht noch Ruhe. Ihr bleibt 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Coole Haare eigentlich. So, jetzt sind wir... Der Zustand ihres Bruders ist unverändert. Aber... Pathfinder. Er schafft das schon. Sie sind Kämpfer wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Er hat mir nie etwas davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Okay. Oh, der Big Babbo. Der Big Boss. Thank you.
Tja, das hat wohl nicht funktioniert, Kollege. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Ja, wahrscheinlich, so wie ich das jetzt vermute, ist diese Station wahrscheinlich auch überrannt. Wir starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Ja, überrannt worden. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert, vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Okay. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich jetzt wieder fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet nächste Folge auch wieder ein, wenn es heißt Mass Effect Andromeda hier auf meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.